Sag mir nochmal diese Rechnung, okay? Erklär mir die Rechnung. Wenn ich diesen Kakao hier hinstelle und hier ist ein Papiertuch und ich dieses Papiertuch wegschmeiße, ist die Schwerkraft behindert worden durch diesen Becher, der nämlich ein großer Becher ist, der 1 Euro ist, obwohl alle 1 Euro kosten. Das heißt, wenn ich diesen Becher jetzt ein Stückchen zur Seite packe und die Sahara-Wolken kommen mit dem roten Blutregen und da kommt was von rein, dann mischt sich das Braune mit dem Roten und wird zu Gelb. Hast du einen Schlägen, Cappuccino, Schokolade, Kakao? Könnte man so sagen. Mit Sahara-Staub extrakt. Mit Sahara-Staub extrakt. Okay. Ich muss dir das nochmal erklären. Mhm. Wenn du zwei Schnürsenkel hast, das ist wie mit diesem Trick hier. Man hat zwei Finger. Wie ist das gemacht? Nein, wie sofort. Das ist der Trick, den werde ich dir nie verraten. Der ist richtig krass. Und wenn du so machst, dann ist der wieder zurück. Kannst du den auch auf die andere Seite verschieben? Warte, der klappt mich immer, weil ich rechts hinter dem hatte. Zack, hast du gesehen? Okay. Ich sehe es. Das ist richtig krass, ne? Jetzt zeig ich, erkenne mir das mal mit. Guck mal. Dem war das jetzt so blöd, wie wir uns hier. Weil wir zu hoch geredet haben. Pass auf, wenn du zu hoch redest. Musst du rechnen, 2 hoch 4. Wenn du nämlich 2 hoch 4 mit der Wurzel durch 8 teilst, dann kommt eine Quadratwurzelzahl raus. Und jetzt frag mal einen Zahnarzt nach der Quadratwurzel von 9. Der zieht erst. Und hat Zahnschmerzen. Nein, du hast ja denn die Zahnschmerzen, wenn er zieht die Wurzel. Das Ergebnis doch. Genau. Okay. Ist so. Ich habe die komplizierte Rechnung. Genau wie ich schon gesagt habe mit meinem Obstsalat. Weißt du, was eine komplizierte Rechnung ist? Ein Bon. Ein Bon heißt ja nicht Rechnung. Ein Bon ist ja ein Bon. Eine Bon ist ein Bon, kann aber auch ein genau, kann Ding auch sein. Eine Bon ist vielseitig. Wird ja beides mit G am Ende geschrieben. Bon. Denk daran, Bon. Wir sitzen auf der Bank. Du kannst jederzeit aber auch in der Bank sitzen. Wenn du dir Geld holst, oder? Kannst du dir mal vor, wir sagen jetzt so ein, wir treffen uns am Westpark vor der Bank. Vor der Bank. Am besten ist eine Sparkasse. Dann steht vielleicht 3/4 von den 6/8 Leuten, die sich dort in einem 53er Radius befinden, stehen vor der Sparkasse versammelt. Das sind Leute, guck, intelligent. Vor der Sparkassebank. Und das Schlimme ist, ich brauche jetzt intelligenter Kommunikation. Okay. Ja, also auf jeden Fall, wenn du die, wie meinst du das genau? Also verstehst du, also, wenn jetzt 3/8 der Menschen von diesen 6/12, ja, von den Personen, sich in einem Radius von 53 Grad befinden. Das ist krass. Das ist kompliziert, aber du kannst mir folgen. Ich versuche dir zu folgen. Dann befinden sich diese 3/8 Personen vor der Bank der Sparkasse und die anderen 6/12 ja, sind an der Bank im Westpark. Ich habe gar nicht richtig zugehört, wegen dem Snipes-Fire da. Da ist irgendwie ein Konzert. Kannst du mir noch mal erzählen? So, ey, jedenfalls, warte, also ich erzähle dir jetzt was von Bryson Tiller mit $3. Ja? Mhm. Und Erdes ist auch da. Okay. Rovinelli, Jeremy und Rebel Comedy. Oh, was? Ja? Dann hast du einen kompletten Radius von einem Konzert. Ja, aber wenn ich ein Geodreieck und ein Zirkel, stell dir mal vor, du richtest jetzt ein Zirkel. Plus ein Geodreieck. Heiß. Plus ein normales Schullineal. Und diese beiden Klamotten. Ich habe gerade in der Nase gebohrt. Ich würde von uns gesehen. Guck mal, mein Kopf, der verschwindet im Becher. Stell dir mal vor, du hast einen Finger. Der ist 7 cm groß. 7 cm. Nein, 7 cm groß. Und du willst in der Nase bohren, aber der Bubber ist so weit hinten drin, dass du nur mit dem linken Finger da rankommst. Dann hole ich mir den Bohrer aus dem Werkzeugkasten. Das ist die Lösung. Okay, erzähl nochmal. Ich hab den Faden verloren. Den Faden? Ja. Ich find keinen Faden. Da werde ich ihn selber lesen. Okay. Also, es geht darum. Stell dir vor, um dich herum eine Vorlesung. Ein Dozent, heißen die Typen, glaube ich, Orthopäde, Chirurg, was auch immer, hält gerade eine Predigt. Sagt irgendwie so, ich möchte mal eine Geschichte von euch hören. Und du sagst, ja, ich kenne eine Geschichte, die heißt Peterchens Mondfahrt. Und er sagt, Peterchen war nicht auf dem Mond.
Und du diskutierst mit ihm und sagst, Peterchen war doch auf dem Mond. Anzuwerfen. Dann sagt er aber, er kennt nur Peterchen und Findus. Und dann sagst du, das heißt aber Peterson und Findus. Und er sagt, ich finde Findus scheiße. Und dann sagst du, nein, das heißt, ich finde das scheiße. Und nicht Findus. Dann sagst du, nee, ich habe gerade Energy getrunken. Und er sagt, ja, Kaffee ist gesünder. Dann sagst du, nee, ist beides Koffein drin. Sagt er, nein, in Taurin, in Kaffee ist kein Taurin drin. In Energy Drink, ja. Aber hat beides Koffein. Beides hat Koffein. Aber jetzt rechne doch mal, wie viel Koffein in einer Cola-Flasche sind. Wie viel Koffein sind in einer leeren Cola-Flasche? Also Reste übrig, wenn die leer ist. Und nur noch so ganz wenig Reste sind. Wie viel Koffein sind da? Dann müsstest du 0,003678% Koffein noch drin haben. Woher weißt du das? Da du 1 Liter hast, das teilst du wiederum durch 0,5783 mal 5,357 und dann berechnest du das nochmal, das Ergebnis davon geteilt durch 67 Achtzehntel. So, und dann hast du nur noch diesen Rest da drin, wenn die Pulle leer ist, die Flasche, dann hast du jetzt Gehalt, aber den Koffeingehalt. Nein, das ist so. Ich habe überhaupt nicht zugehört, weil das Wichtigste, was jeder Wissenschaftler noch nicht ermitteln konnte, wo wir uns wirklich mit in der Physik und in der Chemie und in der Biologie befassen müssen. Physik, Biologie, okay, Technologie auch. Alles, was mit GI am Ende ist. Ist ja auch egal. In der GI, wir müssen einfach mal in der GI nachgucken. Diese Sache, die mich schon nach Jahren... Also das, was mit GI endet. Ja. Also Physik. Physiologie. Physiologie, das hört sich gut an. Ergotherapie. Nicht Pi. Ach, G. Ergotherapie, G. Ist aber auch ein Spiel. Jedenfalls musst du dir vorstellen, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Und ich weiß nicht, ob du schnell beantworten kannst, aber wenn ich diesen Becher hier halb ausgetrunken habe, ist dann der Becher halb voll oder halb leer? Bist du ein Optimist oder ein Pessimist? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich ein Pessimist bin, dann könnte ich den jetzt rausholen und lospissen. Du bist ein Pessimist. Nee, ein Pessimist ist einer, der kackt und scheißt gleichzeitig. Pissen, Mist. Pessimist. Okay. Ja, Optimist. Optimist ist, du guckst vernünftig. Das ist eine Option. Du guckst mit Brille richtig hin, wenn du gekackt hast. Optik, Mist. Okay. Du kontrollierst die Scheiße nochmal mit Brille halt. Oder, nein, du kackst mit Brille unten. Jetzt leuchtet mir das alles ein. Nee, ich wollte das jetzt nur mal so raus. Ich habe es jetzt aber auch verstanden. Optik Mist heißt, ja, kackst mit runtergelassener Brille. Mit runtergelassener Brille, aber mit hochgezogener Hose. Könnte man so sagen. Okay. Ich denke, das war ein sehr, sehr schlauer. Das wolltest du nur zuerst machen.